Seid ihr am schönen Tag? Eieieiei. Oh, erfrischender Regen. Warum stehen wir hier eigentlich? Schon wieder eine Woche rum. Die Zeit rennt, ne? Der letzte Scheiß. Recht hat er. Ah. Aber ich war hier, ich hatte einen Plan. Ich hatte mir irgendwas gekauft. Ich hatte verkauft. Ich habe den alten Scheiß verkauft. Und dann wollte ich mir irgendwas gekauft haben. Und dann war Spielabsturz. Und dann hatte ich irgendwie... Und dann war alles doof. Und dann musste ich alles nochmal... Und ach ja, wie das so ist, ne? Den alten Spielen. Ich wollte Pfeil und Bogen. Kann der da oben mal... Mann. Keine Ruhe. Ach hier, Fleischwanzen. Nee, der Bug ist abgespeichert. Die bleiben jetzt hier. Toll. Obwohl wir die gerade wirklich mal müssten. In der Regel. Kann ich hier... Mist. Wie mache ich denn das jetzt? Ach ja, hier war ja... Es gab ja einen tieferen Plan. Warte mal, wo ist denn hier... Ah, jetzt geht das schon wieder los. Wo ist denn... Nein. Ah, nein. Wo ist denn... Hier? Nein. ja. Schnapsrezept. Na, ja, dafür brauchen wir die Wanzen. Verschwundener Gardist. Keine Ahnung, wo soll ich den denn suchen? Warte mal, wie kann ich denn jetzt hier... Oh. Mit Enter. Manchmal mit Space, manchmal mit Enter. Und dann jetzt... Und. Die Buddler im Arena-Viertel. Arena-Viertel. Da werden wir als nächstes mal unsere Nachforschung anstellen. An der Burgmauer. Ja, hier bin ich ja jetzt gerade. Nur ja. Lecker, dann. Ja, komm, machen wir die beiden. Horaldin, der Bauer. Was war denn mit dem los? Was ist mit dem denn kaputt? Dir beibringen, stärker zuzuschlagen. Ja. Wasserträger Lefty, ne? Der wird mir schon wieder. Ich muss Lefty mal einen aufs Maul hauen. Ich glaube, der hat das sowas von verdient. Tach. Was sind hier noch mehr verlassene? Wanzen? Sind das die einzigen Wanzen, die hier festgebackt sind? Was ist das für eine Nummer? Dann kann ich ja nicht mal angreifen. Oder doch? Nix geht hier. Ja, ihr seht hier irgendwie, er macht hier gar nichts. Das Spiel ist so bugfrei, ich liebe es. Ich weiß nicht, war das früher auch so? Ich will es nicht wissen. Manche Dinge will ich einfach nicht wissen. Wo ist denn hier das Arena-Viertel? Kirgo? Karin? Was seid ihr denn für Leute? Warte mal. Ihr hängt hier so konspirativ zusammen. Lass mal mit dir reden. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Hallo. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Geht so. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ah, so einer. Geh zur Seite. Du bist der Beste. Ja, nee, schon klar. Ach so, das ist hier die Arena. Oh, scheiße. Was war bei der Arena? Irgendjemand sollte hier wissen, was bei der Arena ist. Wer denn? Also jemand sollte wissen, was wo der feine Nerz hin ist. Hier ist nix. Warte mal, vielleicht hier. Kirgo. Hallo. Hi. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Ich hab einen Brief vom Feuermagier. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Toll. Bist du gut? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Einen Kampf? Nee, großartig. Toll. Ich bin jetzt im Internet. Ich bin ein Star. Ich habe schon ein Video hochgeladen und einen Zuschauer. Nee, toll gemacht. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Ja, schlaf weiter. Kämpfst du in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin.
Alter, gut, dass ich denen nicht beigetreten bin. Das sind ja die totalen Spinner. Also, so wie welche, die gerade auch draußen rumlaufen. Also, oh weia. Ehre, Junge. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Da kannst du aber mal staunen. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Prepaid. Nee, ich werde euch erlösen, aber sowas von mit dem Knüppel. Genau. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Hm. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Großes Ringelpiez mit Anfassen, ne? Schön Finger im Po, Mexiko oder was geht dann da ab? Mann. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ja, cool. Geh zur Seite! Wo ist denn der Nerz? Der Nerz, Heini. Ich sollte mit jemandem reden. Was machst du hier? Ich will mich dem... Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Und so weiter. Trainieren. Ach, du trainierst doch. Ich will wetten. Nee, ich wette nicht. Wieso lässt du die Leute... Genau, ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Das ist die Quintessenz des ganzen Lebens, ne? Weißt du, so Rapmusik oder überall, wo sich Disney oder YouTube oder sonst was. Es ist alles Show. Wir können uns eigentlich alle lieb haben, ganz entspannt die Welt genießen und besser werden und irgendwie jeder tut, was er will. Aber nee, wir müssen ja, oh, ich find's geil, Gewalt, Reg ich mich gerade wieder auf? Nee, ja. Aber warum? Ja, aber gut, ich bin ja nicht besser dann. Vielleicht. Was soll ich hier jetzt noch philosophieren, weißt du? Menschen. Nee, wir müssen hier alles ausräumen. Wo sind die Fleischwanzen? Das sind die einzigen, die da hängen. Es wird schon wieder dunkel. Was? Wassereimer? Kann ich den benutzen? Aha, interessant. Aber ich soll doch hier mit jemandem reden, die wissen. Warte mal, hier ist das Arena-Viertel. Vielleicht da oben. Spring doch da, mach doch... Oh mein Gott, wer wohnt denn hier? Ach, das ist die Arena. Ach so. Warte mal, vielleicht weiß hier jemand, wo der Nerz ist. Oder der andere Buddler. Warte mal, die Buddler sollte ich fragen. Wie steht's? Frage ich lieber nicht. Dann sagt er, höre, 1er Zelt aufgebaut. Und ich habe einen Brief für den... Naja, wo finde ich? Ja. Nee, Diego interessiert mich einen Scheiß. Wer ist hier der Boss? War das nicht eine Serie damals? Wer ist hier der Boss? Gomez, er lebt in der Burg. Aber wir Buddler haben immer nur mit seinen Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Hab ich gemerkt. Ja. Naja. Ja. Ja, nee, wo finde ich denn jetzt den Nerzerz, Heini Klumpatsch? Da habe ich doch mal eine Frage an ihn. Warte mal, gucken wir doch mal schnell nach. Verschwundener Gardist. Nein. Och, diese Steuer. Ein Butler Marina. Der wusste schon mal... Der sieht aus wie ich, ne? Naja, egal. Der wusste schon mal nicht. Wer rennt denn da weg? Hallo, hier geblieben. Ich hab eine Frage. Hallo. Jetzt fahren wir hier hin. Wo rennt denn der hin? Schatten. Guy. Schatten. Butler. Du weißt das bestimmt. Dann kann ich nur nach Diego fragen. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer.
Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Klar. Toll. Aussagekräftig ist das nicht. Wo finde ich? Ich kann nur nach Diego fragen. Jetzt rennen wir hier rum und nur die Schatten. Hier, er hat doch einen Namen. Der muss das wissen. Hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Geht so. Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Oh, cool. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Da kann man ja stibitzen. Was? Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Ja, ich weiß schon, warum ich das Lager hier nicht mag. Was sind denn Was sind hier wertvolle Waren? Wahrscheinlich alles, Frauen. Was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was. Und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Will ja gar nicht haben. Ach, deswegen baut der Reis an. Nicht zum Essen, also wahrscheinlich auch hier so Reis, eine Handvoll, aber Reisschnaps. Aber warum bauen sie nicht Weintrauben? Ja gut, Reis ist erträglicher hier wahrscheinlich. Interessant. Ja klar, voll durchdacht. Ja, ja. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Mir geht's so. Was spricht, was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Thomas dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Oder, überlege ich gerade, ging das nicht in jedem Gothic-Teil? Oder will man in jedem Game machen, so überall so ein bisschen anquesten, alles mitnehmen und sich dann irgendwann mal entscheiden. Also ich möchte auf jeden Fall zum neuen Lager und alle mal so ein bisschen auskitzeln, weißt du? Ein bisschen befingern. Verstehst du? Möchtest du dir? Was? Nein, Klar, welche Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Cool. Okay, tschüss. Ah, der kommt jetzt auch nicht sagen, wo der Nefti-Pefti-Schlefti ist. Die Hütte mit dem Vordach. Oben die Hütte mit dem Vordach. Hier die? Kann ich hier rein? Darf ich hier rein? Hey, mach einmal und du kannst was erleben. Oh, nein. Die nicht. Scheiße. Nicht mal Erz dabei. Ja, die nehme ich hier komplett aus. Hoppala. Kann ich auch mal aufstehen? Scheiß Idee, ich habe meine ganze Kohle verloren. Ich hatte 200 Erz. Das läuft nicht gut. Wir müssen mehr jagen und so ein Scheiß.
und mehr speichern. Ja, Marsch, hätte so groß. Der letzte Scheiß. Na, hier? Solange ich nichts damit zu tun habe. Oben die Hütte mit dem Vordach. Die da, da ist ein Vordach. Hier? Hier rein. Sagt keiner was. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Da ist ja drin nichts verloren. Ja. Nee, dann gehe ich hier rein. Und hier? Hier ist okay. Hey du, kluges Kerlchen. Wo ist denn... wo ist denn dann... wo ist denn dann meine Hütte? Vordach. Ja, welche ist frei? Die hier? Das ist kein Vordach. Hier ist ein Vordach. Aber die sieht so pompös aus. Komm hier rein. Hier sagt auch keiner was. Hier liegt auch ein Schinken. Und ist eine Truhe. Das ist ein Vordach. Da ist auch ein Vordach. Ich weiß nicht so recht. Manche sind, glaube ich... ist auch ein Vordach. Hier die? Kann auch einfach mal irgendwo überall gehen. Becher mitnehmen. Und schnell wieder rausgehen. Um uns da hinten den Schinken auch noch. Solange keiner was sagt. So hier, so einmal quer, ohne dass uns einer sieht. Nee, hier, so hier. Hier ranschleichen und den Schinken einstecken. Oder eine Runde pennen einfach mal. Komm, gönn dir. Hä? Nee, nicht? Ja doch, komm. Überlegt mal. Bis zum nächsten Morgen. Ja, bitte. So. Da kommt bestimmt einer und haut mir jetzt direkt aufs Maul. So, so. Nichts hat sich geändert. Ein neuer Tag, ne? Gut, ich komme hier nicht weiter. Hier hängen. Ich höre nicht. Ich muss ja wissen, wo der Nerzheini ist. Ich halte mich da lieber raus. Nee, aber läuft nicht. Verlass dich auf jemanden. Ich soll die verlassen. Butler befragen. Geht auch alles in die Pfanne. Ich soll noch was in die Pfanne hauen? Wie viel hatten wir denn noch? Ich höre nicht, was uns das Gefahr ist. Ich habe noch 20 Fleisch. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Braten uns Ruhes. Trotzdem nicht stecken. Na komm, machen wir das mal eben weg, oder? Das war's. Easy. Ja, mit den Schattenheinis will ich ja nicht reden, aber... Guy haben wir geredet, der war nett. Geil. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Aber wo finde ich? Nee, wie steht's? Wie steht's vielleicht? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Tja, interessante Theorie. Ja, aber stimmt. Ich höre nicht mehr ab, du warst ein Idiot. Wichtige Orte. Anschließen. Nee, ich will wissen, wo der Nerzheini ist. Aber fragen wir mal Hugo. Huno. Huno, Hu. Ich halte mich da lieber raus. Meinst du? Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Oh, ich glaube, der ist langsam... Stimmt, den haben wir schon mal ausgefragt. Der ist sickig. Wie komme ich hier nicht weiter? Und hier ist ja schon das... Moin. Hallo. Darf ich auch aufstehen? Nee, ihn interessiert's auch nicht. Hallo. Tag. Wenn ich jetzt hier reingehe, rastest du aus, ne? Du lernst schnell! Nee, ich guck nur mal nach der Hütte mit dem Vordach. Schlaf vielleicht noch mal eine Runde. Hütte mit dem Vordach. Hier ist ein Vordach. Nee, wieder.
Nee, das ist auch irgendwie so, ja, nee, die Hütte da mit dem Vordach, nimm einfach. Aber es sind doch nicht viel. Hier sind die zwei mit dem Vordach und haben die nicht gemeckert. Das ist kein Vordach. Hier war ein Vordach. Wo ist er denn? Ich lege mir nochmal eine Runde. Hier. Hier ist auch noch ein... ein Schinken. Kann ich mir jetzt gar nicht hinlegen. Darf ich gar nicht. Doch. Hä? Ich verstehe die Steuerung immer noch. Also ich werde hier auch nicht bis mittags. Komm mal, bis mittags. Oh oh. Das klingt nicht gut, wenn hier schon einer zückt. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir... Die Fleischschwanzen kommen da auch nicht ran. Ach, Mann, ey. So richtig weiter kommen wir jetzt gerade nicht. Jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Kann man das im Koop spielen? Ah, das war ja früher alles nicht, ne? Und hier alles ausräubern. Aber ich kann ja schon schleichen. Oh, hier ist aber einer am Blasebalgen. Nee, da muss ich... Wie kann ich die denn da raustreiben? Ein Knüppel. Oder habe ich eine andere Knarre? Nee, Pfeile habe ich, aber ich habe noch keinen Bogen. Ach, das ist doof. Doof. Ihn habe ich auch schon gefragt. Warte mal, kann ich hier jetzt nicht... Spring doch da! Die Steuerung ist so ein Traum. Aber hier sind noch mehr alte Hütten. Vielleicht sind hier noch mehr Fleischschwanzen. Natürlich nicht. Nee, das sind die letzten auf der Karte. Hast du die Quest verkackt? Warte mal, wohnt hier nicht der Obermotz? Hier geht's raus.